Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Full Face Only. Ich hatte euch in einem meiner letzten Videos gefragt, welche Marke ich als nächstes in mein Gesicht bringen darf. Das klingt irgendwie falsch. Ihr habt gesagt Catrice. Einige hatten auch gesagt Fenty und einige hatten auch gesagt Charlotte Tilbury. Aber ich dachte mir, damit wir auch wieder ein bisschen Drogerie hier haben, machen wir heute eine Runde Catrice. Ich habe nämlich hier einige Produkte vor mir liegen, die ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe in der letzten Zeit. Aber ich habe auch ein paar Produkte, die es schon ein bisschen länger gibt. Das sind fast alles so Standardsortimentprodukte. Manche sind online exclusive. Da gehe ich aber gleich nochmal so ein bisschen drauf ein. Freunde. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und Lust auf ein neues Video hier habt. Vielen Dank für das ganze Feedback unter meinen letzten Videos. Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß hattet und Tina Tuna is shaking. Ja, ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht. Ich sehe noch ein bisschen müde aus. Das ändern wir jetzt. Hoffentlich. Und ich habe hier eine komplette Kiste voll mit Make-up. Ihr wisst, Catrice und ich, wir arbeiten sehr, sehr gerne miteinander zusammen. Ich liebe die Marke und deswegen freue ich mich, dass ich die Produkte jetzt mit euch einfach nochmal testen kann. Weil so ein paar Produkte sind hier ständig bei mir in Benutzung, manche Produkte. Aber das ist bei jeder Marke bei mir so, rutschen dann einfach in der Schminksammlung irgendwie so ein Stück nach hinten. Deswegen möchte ich das Ganze heute ändern. Ich habe auch einen Look im Kopf, ich habe auch ein Foto im Kopf für Instagram, was ich so ein bisschen erreichen möchte. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, falls ihr neu seid, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin Maxim, ich bin mindestens dreimal die Woche hier für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Oder aber, falls ihr Instagram habt, kommt mal rüber zu Instagram, Freunde. Da fehlen nämlich noch ein paar von euch und ich würde mich freuen. Okay, jetzt geht's los. Ich habe zwei Primer. Ich möchte als erstes das Prime and Fine Dewy Setting Spray benutzen. Das ist so ein Setting Spray, kann man aber auch als Primer benutzen. Steht drauf zumindest. Das ist, ja, ich glaube, es gibt nur eine Version davon. Und das gebe ich mir einfach mal komplett ins Gesicht und lasse das Ganze so ein bisschen einwirken. Ich mache das gerne mit Setting Sprays vor der Foundation, zwischen der Foundation, also die ganze Zeit irgendwie, weil dadurch das Make-up einfach viel, viel länger hält. So kann ich die lang anhaltenden Stoffe, die das Make-up länger haltbar machen, schon unter mein Make-up machen und in mein Make-up und über mein Make-up und dann hält er den ganzen Tag. Probiert's mal aus. Ist wirklich super. Und weiter geht's mit dem Primer, Freunde. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsprimer und das ist der Tensational Primer von Catrice. Der kann alles, außer meine Steuererklärung. Falls ihr den noch nicht probiert habt, Freunde, do it. Bald ist ja schon bald fast wieder hier Sortimentsumstellung. Der hat so eine beigefarbene Konsistenz und hinterlässt eurer Haut so einen wunderschönen Glow. Und in dem Moment, wo ich den auf meine Haut gebe, macht er alles. Der macht ein bisschen Pore Minimizing, der macht ein bisschen Glow, der macht ein bisschen, was macht er noch? Hydrating, Anti-Wrinkle, Skintone ausgleichen durch diese ganz minimale Tönung. Erinnert mich auch hier vom Effekt her so ein bisschen an das Charlotte Tilbury Flawless Filter Produkt, was ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Das Full Face Charlotte Tilbury kommt auch. Aber so vom Finish auf der Haut sieht das ungefähr gleich aus. Ihr könnt das sehen. Sehr schön. Ich liebe diesen Primer. Der ist nicht teuer. Den gibt es im Standardsortiment, Freunde. Wenn ihr einen Primer sucht und ihr normale bis trockene Haut habt, ist das euer Primer. Ihr werdet das nicht bereuen. Wunder, wunderschön. Bei der Foundation, Freunde, ich bin... Mir ist nach Trübsalblasen. So ein Wort habe ich auch noch nie benutzt. Mir ist nach Trübsalblasen. Und zwar meine liebste Drogerie-Foundation, die HD Radiance Foundation, HD Liquid Radiance Foundation, ist nicht mehr im Standardsortiment, soweit ich weiß. Ich glaube, sie gibt es noch online. Ich muss sie trotzdem benutzen, weil sonst ist das nicht dasselbe. Normale Foundation, ich zeige sie euch mal, wie eklig die aussieht, weil sie hier halt so mitgenommen ist. Das ist die HD Liquid Coverage Foundation. Die sieht schon echt mitgenommen aus. Ich muss jetzt mal die hier austauschen. Ich habe jetzt die Radiance Foundation in der Farbe 20 Nude Beige und die in der Farbe 036. Also die haben die Shade Range komplett vergrößert. Es gibt mittlerweile so viele Farben. Natürlich nicht alle in der Drogerie. Online sind aber alle verfügbar. Ich gucke mal, ob es die vielleicht noch gibt. Aber das ist das perfekte Dupe gewesen zu der Dior
Foundation und eine wunderschöne Foundation. Sehr flüssig, man braucht nicht viel davon, aber ihr werdet es gleich sehen, ein wundervolles Produkt. Gebe mir die wieder mit meinem Pinsel in mein Gesicht. Ich bin im Moment total auf Pinseln und ihr könnt sehen, Color Match auch hier, perfekt. Ich glaube, das Problem bei mir ist, ich weiß noch nicht, ob ich schon mal mit euch besprochen hatte, mit den Farben, dass die Kameraeinstellung so ist, dass alles immer heller aussieht. Und die sieht jetzt hier in der Kamera perfekt aus, aber sobald ich rausgehe, ist sie zu dunkel. Sie oxidiert natürlich auch ein kleines Stück, deswegen ich gehe bei Foundations grundsätzlich immer, egal ob es Drogerie oder High-End ist, ich gehe immer heller, weil dunkler machen kann ich den ganzen Spaß immer noch, aber heller machen ist immer ein bisschen schwieriger. Also wenn ihr euch unsicher seid mit eurer Foundation, nehmt sie eine Nuance zu hell als zu dunkel, nehmt dann ein bisschen mehr Bronzer für und könnt euch das dann anpassen. Die Deckkraft ist völlig ausreichend für mich im Moment und die Foundation ist ein Traum. Freunde, das ist... Ihr süßen Mäuse von Catrice. Please. Bringt sie zurück. Oder anders. Also besser geht's ja nicht. Es ist die schönste Foundation aus der Drogerie gewesen. Und die in Kombination mit der Bombe. Die in Kombination mit einer zu matten Foundation. Bombe. Die in Kombination mit einer zu glowy Foundation. Bombe. Also ich hab's ja in den letzten 500 Videos, die ich hier gemacht habe, wahrscheinlich schon in jedem Video gesagt, gefühlt. Diese Catrice Foundations, diese beiden, sind die perfekten Foundations gewesen oder immer noch, um Foundations anzupassen. Sei es von der Textur her, sei es von der Farbe her. Wenn ich eine zu dunkle Foundation habe, die zu matt war, habe ich mir für 4 Euro die Radiance gekauft, habe die ein bisschen reingemischt und hatte die perfekte Foundation. Weil ich finde, beide halten extrem lange auf der Haut und egal in welche Foundation ich die mit reingebe, sie übertragen ihre Kraft der Langlebigkeit auf die andere Foundation. Und dann ist das iconic. Okay, so sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Ich gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen mit meinem Beauty Blender einmal rüber und nehme überschüssiges Produkt ab. Und dann kommen wir zum Concealer. Also Catrice hat ein paar Concealer, aber ich glaube, es gibt nur den einen Concealer von Catrice. Und das ist der Liquid Camouflage Concealer. Ich habe ihn jetzt hier noch aus so einer Limited Edition, da wurde Geld damals gespendet für, weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, für irgendein tolles soziales Projekt. Ich habe jetzt hier einmal die Farbe Latte Macchiato, ich glaube, sie ist ein bisschen dunkel. Und einmal die Farbe Porcelain, okay, wow, 5 Nuancen Unterschied. Aber ich mische mir das Ganze so ein bisschen gleich an und ich hole euch jetzt ein Stückchen näher ran. So, seid ihr einmal schön nah dran. Also die Foundation ist ein bisschen dunkel, ihr seht es jetzt schon. Aber zu diesem sommerlichen, etwas dunkleren Look, den ich im Kopf habe, passt das ganz gut. Ich nehme jetzt als erstes einmal von der 060 so ein bisschen. Und ihr könnt sehen, also das ist schon sehr dunkel. Ich habe den früher geliebt, diesen Concealer. Ich erinnere mich noch, da hatte ich noch kein YouTube. Da war dieser Concealer so mein erster richtiger Concealer, den ich wirklich... Als ich noch feiern gegangen bin, mein Gott, was habe ich da für Concealer verbraten? Ich habe ja nur Concealer benutzt, weil ich dachte so, nee, Make-up, Foundation, we don't do that. Da habe ich, glaube ich, bestimmt jede Woche oder alle 2 Wochen diesen Concealer benutzt, weil ich halt diesen Concealer als Foundation benutzt habe. Weil ich dachte, nee, Foundation ist mir zu viel, Concealer im ganzen Gesicht ist okay. Blend mir das jetzt hier erstmal schon mal so ein bisschen runter. Ich habe jetzt auch den helleren einmal für meine Kontur so ein bisschen genutzt, um das Gesicht etwas aufzuhellen. Und ich liebe diesen Geruch. Der ist leicht parfümiert. Der ist wirklich einer der besten Concealer aus der Drogerie. Immer noch. Ich finde, es gibt keinen... Gibt es einen anderen Concealer, der so ist wie der? Ich glaube nicht. Also Preis-Leistungs-Verhältnis. Wundervoller Concealer. Ihr seht, er hat sofort alles ausgecancelt. Er hat eine schöne Deckkraft. Nicht zu... doll, nicht zu viel und ist für den Preis einfach unbezahlbar. Ich brauche aber noch ein bisschen, weil der andere war ein bisschen zu dunkel. Deswegen gebe ich mir jetzt nochmal hier mit der 010 Porcelain so ein bisschen was rein. Es gibt auch noch heller als Porcelain, glaube ich, 05. Auch der hat den ganzen Tag gehalten. Es war krass, als ich noch nicht so in diesem Make-up-Game drin war und so viel Auswahl hatte an Produkten und so viel Vergleiche, hatte ich ja den immer und hatte mir dann immer von Rival... von Rival de Loup Young, diese Foundation für 79 Cent, 29 Cent, je nachdem, welche Angebote es gerade bei Rossmann gab, diese Foundation nur kaufen können. Hatte damals ja gar kein Geld, weniger als gar kein Geld, ne? Das sah immer so lustig aus, weil die Foundation hat sich nach 4 Stunden, war sie einfach weg und dann hatte ich hier einfach unter meinen Augen immer nur noch Concealer. War total krass, weil der halt wirklich extrem gut hält. Je nachdem, wie viel Deckkraft ihr braucht, für viele wird das wahrscheinlich genug sein. Für mich ist es okay. Es reicht. Es ist okay. Ich sette das Ganze jetzt einmal. Und da habe ich
Das 5-in-1-Setting Puder. Das ist mattifying, das ist waterproof, das ist schweißproof, fixierend und hat Lichtschutzfaktor 10. Ich nehme jetzt auch den Beauty Blender und gehe hier einfach ganz leicht unter meine Augen lang und fixiere das Ganze so ein bisschen. Und dann hier überall rüber. Das ist sehr, sehr fein gemahlen und es kommt nicht so ultra viel Puder runter. Man muss also etwas öfter ins Fändchen gehen und dann ist das Ganze aber okay. Also es ist halt eher so ein Puder, finde ich, zum Touch-ups machen für zwischendrin. Das kann man sich mal in die Handtasche werfen mit einem kleinen Pinsel und dann zwischendrin so ein bisschen ablotten. Gefällt mir sehr gut. Also es ist immer noch natürlich in meinem Gesicht, finde ich. Ich mache auch gleich die Augenbrauen. Und da habe ich hier den Slimatic Brow Pencil. Ich glaube, das ist so ein All-Time-Favorite-Ding. Einer der bestverkauftesten Produkte von Catrice. Tolles Produkt. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine Farbe, die ein bisschen zu dunkel ist. Deswegen gehe ich hin. Oh ja, she's dark. Okay. Ganz leicht. Der ist sehr pigmentiert. Also ihr habt es gesehen, ich berühre nicht mal mein Gesicht und es kommt trotzdem Farbe ab. Genug. Ich kann das Ganze dann aber auch immer schön ausblenden noch. Jetzt habe ich so eine grobe Kontur damit gemacht. Und jetzt nehme ich die andere Seite wieder und bürste das Ganze aus und verblende das Produkt so ein bisschen, dass die Augenbraue etwas natürlicher aussieht, weil die Farbe jetzt ein bisschen dunkel war für mich. Auch hier, es gibt eine große Auswahl an Farben. Catrice ist da ja wirklich mittlerweile einer der führenden Farben, finde ich. Die sind super versatil, super inclusive geworden in den letzten Jahren. Und das ist toll. Ich habe noch einen anderen hier in Grau, der ist ein bisschen heller. Dann gebe ich mich hier hin. Oh nein. Oh Freunde, eigentlich wollte ich erst meinen Lidschatten machen. Egal. So sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Jetzt geht es weiter, Freunde, mit Blush. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe hier einmal die Blushbox und den Strobing Blush. Ich glaube, ich nehme den Strobing Blush. Ich weiß nicht, ob es die Blushboxes, Boxen, Boxy-Dinger noch gibt. Ich habe den jetzt in der Farbe Mrs. Rosalie Berry. Da sind viele verschiedene Farben drin. Also ich mische das eigentlich immer alles. Die sind sehr pigmentiert. Ich klopfe gut ab. Und das platziere ich mir hier hin. Und da ist ein ganz leichter Glow drin. Seht ihr den? Also so ein bisschen Bewegung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ein bisschen Bronzer, glaube ich, ist auch nicht schlecht. Und da habe ich hier den Sun Glow Bronzer. Gott, der sieht auch schon so abgeranzt aus. Aber ihr seht, also ist immer so schön, selber von sich zu sagen, aber ich meine, ich gucke ja auch YouTube-Videos von anderen Leuten, ne? Und wenn ich dann sehe, dass sie sagen so, das ist mein absolutes Favorite-Produkt, aber es sieht aus wie neu. Girl, was ist da los? Ich glaub dir das nicht. So, ihr seht, ich benutze die Produkte oft, auch natürlich nicht in jedem Video, weil ich ja nicht, kann euch ja nicht jede Woche denselben Bronzer zeigen. Sagt ihr euch auch so, was ist mit ihm los? In meinem Alltag benutze ich die Produkte ja gerne oder habe sie früher viel benutzt und irgendwann kamen dann einfach andere Produkte dazu. Das ist unter anderem so einer, oder der hier, ich meine, da seht ihr nicht mal mehr die Schrift drauf. Der hat so ein bisschen Glow mit drin. Ach komm, den geben wir uns noch hier mit rüber. So sieht er aus. Hat so ein schönes Pressing und der kommt hier hin. Und zack, ist das Ganze so ein bisschen mehr bewegend und wundervoll. I'm living. Freunde, meine Kamera macht gleich die Grätsche. Ich lade sie einmal kurz auf. Ich frühstücke schnell was. Und dann machen wir weiter. Was haltet ihr davon? Also es geht jetzt für euch weiter. Okay. Ich habe schnell was gegessen, die Kamera so ein bisschen aufgeladen, dass wir jetzt weitermachen können mit den Augen. Ich habe mir noch mit dem Long Lasting Brow Definer von Catrice so ein paar Härchen reingemalt. Ich finde, das sieht so ein bisschen buschiger aus und passt zu dem Look, den ich im Kopf habe. Eigentlich wollte ich diese Make-up-Tapes benutzen. Ich weiß aber nicht, ob die Foundation wegnehmen, weswegen ich das jetzt nicht tue. Ich habe ein Video für Catrice auch gedreht, das seht ihr, ich glaube, am 12. Mai auf dem Kanal von Catrice. Da habe ich die benutzt, da könnt ihr euch das mal angucken. Aber ich möchte jetzt einen Lidschattenlook schminken und dazu benutze ich die Bold Gold Palette. Die gehört zu dieser Nude Peony Orchid Dusk Palette, aber ist vom Farbschema wesentlich neutraler. Also das sind Warm Tones, die klassischen Warm Tone Farben, so wie ich sie liebe. Sehr weich von der Textur her. Wir haben auch zwei wirkliche Glitzertöne hier mit drin. Die kennt ihr vielleicht auch schon von Essence. Ich bin ehrlich mit euch, Catrice macht, finde ich, neben Essence aktuell die besten Lidschatten, die wir in der Drogerie finden können. Deswegen ich auch sehr gespannt bin, wie ihr die Palette findet. Ich habe sie schon benutzt, deswegen sieht sie auch nur ein bisschen mitgenommen aus. Aber ich möchte jetzt als erstes mit so einem fluffigen Crease Brush in diese Farbe hier gehen. Hier ist sogar ein Concealer drin. Krass. Ich baue mir die hier einfach auf. Ich gehe lieber ein paar Mal öfter rein. Aber ihr seht schon, es kommt auf jeden Fall Farbe ab. Und was das Krasse ist,
diese Nude Peony Paletten und die Bold Gold und die Orchid Dusk. Da sind 18 Farben drin, Freunde. Und die kosten 15 Euro, glaube ich. Die gibt es im Online-Shop von Catrice, die gibt es aber auch bei Cosmetic for Less. Ich verlinke euch die mal. Ist eine sehr, sehr schöne, neutrale Palette. Aber man kann viele verschiedene Looks machen. Also ich mache jetzt hier einen etwas wärmeren, aber auch kühleren Look. Ihr könnt aber auch wirklich einfach nur kühl bleiben und habt dann hier welche. Ihr habt eine schöne Auswahl an matten Tönen für verschiedene Looks. Ihr habt eine schöne Auswahl an Schimmertönen, an Metallic-Tönen und an Glitzertönen. Und das mag ich doch sehr, 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 sehr gerne. Pinsel ist ein bisschen klein, ich brauche einen größeren. Ich nehme jetzt hier einen etwas größeren, fluffigen Pinsel, der ein bisschen weicher ist, mit dem ich etwas schneller arbeiten kann. Ihr seht, Farbe kommt gut auf mein Lid. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche eure liebste Lidschattenpalette von Catrice ist. Es gibt ja wirklich einige mittlerweile. Es gibt einige im Standardsortiment, Online-Exclusive-Produkte und dann gibt es natürlich auch die aus den Limited Editions. Ich finde, es sind die besten Lidschatten, die es von Catrice gibt und auch von Essence, sind die Limited Editions und fast schon die, die es Online-Exclusive sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber bei Online-Exclusive-Produkten ist es ja so, die sind Online-Exclusive, weil sie einfach nicht in die Theke passen. Diese Palette ist ja wirklich groß. Also mein Kopf, da sind 18 Farben mit drin und für den Preis ist das wirklich unschlagbar. So, die erste Farbe ist drauf und ich gehe als nächstes in dieses dunkle Rot, dunkle Braun hier. Warum hämmert mein Nachbar um 7 Uhr früh? So, und auch hier könnt ihr sehen, ich habe sofort Farbe auf dem Auge. Ich kann immer noch verblenden. Meine Base war ja nicht so wirklich gesettet, die war nicht so wirklich trocken. Also so ein gutes Zwischending, das mag ich auch am liebsten. Und da funktioniert das bei den Catrice-Lidschatten auch eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich kenne die Lidschatten von Catrice ja mittlerweile in- und auswendig, ne? Oh. Ich hoffe, ihr hört dieses Gehämmere nicht, ne? Aber ich flippe gleich aus, ich gehe da gleich hoch. Die hämmern den ganzen Tag, Freunde. Die hämmern den ganzen Tag und ich weiß nicht, was sie da machen. Also, die sind ja nicht erst gerade eingezogen, sondern die wohnen da ja schon länger als ich und ich bin fertig mit meiner Wohnung. Wunder, wundervoll. Jetzt nehme ich mal einen etwas kleineren Pinsel und gehe in dieses dunkle Braun und mische ganz leicht ein bisschen Schwarz mit rein. Die schwarzen Farben von Catrice sind sehr, sehr pigmentiert. Also, ihr seht, ich mische das so ein bisschen und probiere das damit etwas abzufangen. Und blende mir dieses Schwarz hier an meinen äußeren Winkel. Und habe damit wirklich schon eine schöne, dichte, dunkle Farbe. Ich gebe mir auch beide Farben gleich an meinen unteren Wimpernkranz. Einfach um das hier schon mal so ein bisschen dunkler zu machen. Und verblende das Ganze dann hier außen einfach nochmal so ein bisschen weicher. Nur hier außen. Ich nehme jetzt meinen Finger. Nehme ich meinen Finger? Nee. Ich nehme jetzt so einen flachen synthetischen Pinsel und gehe in dieses Gold hier, das ist eher so ein grünlicheres Gold und das gebe ich mir einfach auf mein Lid für so einen leichten Schimmereffekt. Weil eigentlich, das ist ja kein leichter Schimmereffekt mehr, das ist ja eigentlich schon metallisch. Ich liebe die Schimmerfarben von Catrice. Die sind wirklich weich und ihr seht, zack, ich habe gleich eine Farbe auf meinem Auge. Eigentlich wollte ich so eine schöne harte Cut Crease machen, auch gleich in Kombination mit dem Tape. Dann hatte ich hier so einen sehr, sehr scharfen Wing. Seht ihr in dem Video von Catrice demnächst. Und außen gehe ich mit dem etwas brauneren Gold mit rein. Inner Corner gehe ich in dieses helle, ja, das ist, was ist das? So ein Elfenbein und boom, das ist richtig krass. Gehe damit auch gleich so ein bisschen unter meine Augenbraue. So ein leichtes Highlight. Mega, mega schön. Wundervolle Palette, sehr alltagstauglich, gut für, ja, verschiedene Angelegenheiten. Man kann sie für den Alltag benutzen, man kann ein bisschen dunkler gehen, dann hat man was für abends. Tolle Palette. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingspaletten aus dieser Dreier-Kollektion. Freunde, als Mascara benutze ich hier die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara in Waterproof. Sehr feines Bürstchen, ist so ein bisschen angeschrägt. Hier könnt ihr es sehen. Es hat so einen leichten Winkel. Und damit gehe ich einfach durch. Die hält auch wirklich Ewigkeiten. Diese Glam & Doll Mascaren sind ja auch, ich glaube, einer der beliebtesten Mascaren. Ich mag die auch total gerne. Also auch für den Preis sind die ganz famos, machen schön schwarz und halten richtig schön lange auf dem Auge. Und da gibt es ja mittlerweile tausende Versionen von, ne? Also da kann man ja wirklich nichts falsch machen. Sehr schön. Mascara ist einmal drauf. Und der letzte Schritt wären die Lippen. Und da nehme ich hier die Matte Pro Ink Liquid Lipsticks, die 12 Stunden halten sollen, Non-Transfer Liquid Lipstick. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 010 Trust Me.
sehr schönes Nude. Die werden richtig trocken, also die trocknen richtig runter und halten dann auch. Ich mag es bei denen lieber, wenn ich so einen Gloss rübergebe oder ein anderes Produkt. Und das ist die Dewy Full Lips Conditioning Lip Butter. Die habe ich jetzt in der Farbe 020. Auch die gibt es in verschiedenen Farben. Standardsortiment, eines der besten Produkte von Catrice aktuell. Generell, also seitdem ich Catrice kenne. Und das gebe ich mir hier nur so ein bisschen rauf. Und dann wird das nicht ganz so matt und nicht ganz so trocken. Als Highlighter benutzen wir den High Glow Mineral Highlighter von Catrice und den setze ich mir einfach hier noch so ein bisschen hin. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look Full Face Catrice. Ich lieb's. Es sieht bombastisch gut aus. Ich liebe diesen Lidschatten. Ich liebe diese neutrale Lippe, diese schöne, glowy, gesunde Base. Es gab, glaube ich, kein Produkt, was jetzt schlecht war. Liegt natürlich aber auch daran, dass ich mir die Produkte ja auch wirklich ausgesucht habe, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Freunde, ich kann halt auch jetzt nichts Schlechtes über Catrice sagen. Ihr wisst, ich liebe Catrice. Ich arbeite schon Ewigkeiten mit ihnen zusammen und ich mag die Sachen ja auch. Sonst würde ich ja nicht so intensiv mit Catrice zusammenarbeiten. Aber ich glaube, der Look spricht für sich. Sehr schön, alltagstauglich. Man kann weniger machen, man kann mehr machen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Schreibt mir doch gerne mal euer liebstes Catrice-Produkt in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Passt auf euch auf.